Wir sind schon wieder in einer anderen Welt. In dieser Welt sind wir ein Held, offensichtlich. Ein Märtyrer für die Sache. Eigentlich müssten wir schon tot sein. Ein Märtyrer für die Sache der Vox. Und uns blutet die Nase. Was wir uns nicht besonders gut ist. Nee, weil wir können uns an Dinge erinnern, die in unterschiedlichen Welten passiert sind. Wir haben für den gleichen Vorgang dieselben zwei Erinnerungen. Also tatsächlich, die Fuka-DeWitt-Version in dieser Welt ist eigentlich tot. Deswegen hat Fuka wohl auch Nasenbluten, weil er eigentlich tot ist in der Welt. Das passt nicht so ganz zusammen, aber die hat ja unser Luftschiff. Hätte ich mich da jetzt noch länger umschauen sollen, oder nee, oder? Wenn man gesehen, was da los war. Revolution! In dieser Welt... Warst du ein Märtyrer? Diese Leute brauchen bessere Helden. Genau betrachtet unterscheiden sich Comstock und Daisy Fitzroy letzten Endes nur durch ihren Namen. Ein bisschen die Frage, mit welcher Fitzroy wir eigentlich diese Abmachung gemacht haben, weil in dieser Welt könnten wir mit ihr eigentlich keine Abmachung gemacht haben. Stimmt, ja. Und wenn die Fitzroy in der Welt nicht schon mal so einen Sprung gemacht hat, dann müsste sie sich A, wundern, wo Booker auf einmal wieder herkommt. Ja, deshalb. Also. Und B, sich auch nicht mehr an die Abmachung erinnern, ja. Es geht eigentlich nicht. Ich bin gespannt, ob das so klappt. Aber was inzwischen geht in dieser Welt, ist hier. Cool, neues neue Fähigkeit. Was ist das denn? Stier. Wieder oder so. Dann wieder so ein Stier. Du kannst alle Leute mit deinem Kopf rammen damit. Aha. Vielleicht was zum Wegstoßen von Gegnern? Könnte sein. Werden es gleich erfahren. Jetzt kommt hier dieser lustige Film. Charge. Ah ja. Siehst du? Hold and release to build up a more devastating tornado blow. The tornado blow. Da war links auch noch irgendwo was. Das ist eine Waffe. Nee, hinter dir. Da auf dem Tisch irgendwo habe ich da noch was blinken sehen. Achso. Was habe ich denn überhaupt für Waffen? Das und das. Hm, das war Ding. Würde mich interessieren, aus welcher Welt wir die holen. Das ist aber sehr praktisch. Oh, wir sind jetzt kurz vor tot. Upsala. Ich müsste sie jetzt hier langsam mal wieder eine Gesundheit zuschmeißen. Das macht sie immer recht zuverlässig, wenn es knapp wird. Irgendjemand sagt hier gerade, er bringt uns um. Muss ich gar nicht gegen ihn kämpfen. Ich wollte es gerade sagen, das ist etwas Schiss. Naja, den wirst du doch fertig. Ja, stimmt, da ist schon sehr wenig Gesundheit. Wir könnten uns natürlich so ein Dollarbill fragen. Der verkauft dir 100% Gesundheit für einen Pappenstiel. Ich hopp die erstmal aus. Andere Dimension, neues Geld. Das Geld ist immer das gleiche, oder? Silver Eagle? Ja. Darauf ist noch Verlass. Und darauf, dass sie im Boden halt versinken. Da 14 Dollar. Achso, ja, nee. Volle Pulle. 86. Ja, nicht ganz voll. Wo siehst du mein Leben? Ach, da. Ja. So. Ja, der Riss ist nicht. Gefangen von
Könntest deine Vigors auch mal wieder aufpushen, wenn du schon da bist. Ja. Fast 1500 Kohle, das sollte was geben. Krähenfalle, die Opfer werden zu Krähen fallen. Der eine meinte in den Kommentaren, das wäre sehr praktisch, aber es reicht nicht ganz. Und Bronco, da reicht der Normale eigentlich schon. Also. Habe ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? Damit du das nicht weißt, Herzchen, wer dann? Oh, hallo. Okay. Gut, was los hier? Wo soll man denn hin? Zurück in die Werkstatt. Also hier links rum. Ach, jetzt sind hier wieder die Türen offen. Ja. Sehr vorteilhaft. Und da ist der Laden ist zu. Und da steht jetzt aber Sansmark Retirement Gala. Ja, was auch irgendwie viel, ja, angemessener scheint, oder? Ja. Als so ein Abendprogramm für die... Wobei das ja dann schon die dritte Variation ist. Was war denn das zweite? Das haben wir gar nicht gesehen, oder? In der ersten war er schon tot, der Sansmark, also der Sicherheitschef. In der zweiten haben wir mitbekommen, wie Fink ihn zusammenscheißt, weil das irgendwie nicht irgendwas nicht geschafft hat oder so. Und in der Version... da gab es für seinen Rücktritt eine Gala. Oh, scheiße. Oh nein. Elizabeth. Sie sind tot, Booker. Komm, verschwinden wir. Gehen wir in die Fabrik und holen uns das Luftschiff. Es ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Du hast eine Tür zu dieser Welt geöffnet und bist durchgegangen. Sicher, Booker? Habe ich uns in eine Welt gebracht, in der Chen Lin noch lebte, oder? Rechts war noch ein Boxophon. Habe ich sie erschaffen? Ich sagte dir ja, ich habe das immer als eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Hier wurde der Wunsch wahr. Oh, von Booker. Sieht aus, als hätte ich doch einen Freund in der Stadt. Slate. Er hält's mit dieser Vox Populi. Für alle, die diese Truppe nicht kennen, das ist ein kämpferisches Völkchen. Das Problem ist, ich muss denen erst bei ihrer Revolution helfen. Dann stürmen wir Comstock House. Und dann kriege ich das Mädchen. Aha. Aha. Aber okay. Er wollte auch das Mädchen. Und wenn er euch auf Stroh wetten könnte, dann würde er euch auf Stroh wetten. Das wäre natürlich eine Idee für die DLCs, oder? Total. Also dass du jetzt die Realität, in der Booker den Vox hilft, um dann erst Elizabeth zu kriegen, dass man das da dann spielt. Ja. Er hat ja auch gesagt, also Ken Levine hat ja auch gesagt, dass dass man, wenn man das Bioshock hier so durchspielt, ganz normal, komme ich da oben, da ist doch eine Ausrüstung. Da kommst du oben über die Haken hin, da über dem Schild. Ah ja. Zum Beispiel. Wenn man das Spiel so durchspielt, dann hat man alles, was man irgendwie erstmal so braucht. Ich komme nicht hoch. Ne, da hinten ist die anderen Haken, andere Haken, anderes Schild. Oder du nimmst den links hier. Genau. Und dass die DLCs diese Welt bereichern würden. Neue Aspekte. Also es werden dann keine neuen Enthüllungen mehr. Mal schauen, mal raus, was noch. Ja, vielleicht Enthüllungen auf einer anderen Ebene. Also einfach mehr Informationen reingeben. Opfer nehmen 5 Sekunden lang Schaden. Ist auch nicht so geil wie der Superschild. Nee. Schade, schade, schade. Hätten wir jetzt nicht so stark auf den Superschild gelevelt, wäre das natürlich alles ganz anders, was die Optionen anging. Ne? Aber das haben wir ja. Von den Vox wundert sich auch keiner, dass ihr großer Märtyrer zwischen ihnen lebendig rumläuft, oder? Da sagt keiner, hey. Bisschen komisch. Sie sind's. Servus. Uiuiui. Ui, ui. Ja, das war uns Hauptquartier. Boah. Waren wir nicht schon mal in so einem Gebäude? Sehen alle so ähnlich aus. Ist da irgendwo ein Geschütz, was wir übernehmen könnten? Da ist eins. Da ist eins. Es geht aber immer nur eins, gell? Ach, scheiße. Ja, und da ist noch ein. Oh, fuck, da ist noch eins. Flakgeschütz. Raketenautomat, Medizinkits. Elizabeth?
Versuchen wir es mal so. Aber gar nicht so blöd. Oh, 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 oh. Upsala. Du hilfst mir bitte nochmal. Was habe ich denn sonst noch so an Waffen dabei? Das sieht gerade nach der großen Endkampfsequenz von dem Spielabschnitt aus. Also von der ganzen Finkennummer. Da würde es mich jetzt nicht wundern, wenn da noch ein Handyman eingreift. Und oder der Songwerk, damit wir den auch mal wieder gesehen haben. Falls ich recht habe, ist er wirklich nur geraten. Ich habe es noch nicht weitergespielt. Ach, das sind ja unsere. Upsala. Tot. Du hast noch 17 Schuss auf der Gun. Und die nicht in der Trommel. Ja, ja. Da muss es doch noch viel zum Aufheben geben, oder? Oh, wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Was war denn das? Oh, oh, aha. Ah, super. Die kriegen die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt. Sollen wir uns darum kümmern? Nein. Hä? Okay. Soll wahrscheinlich gar nicht. Soll wahrscheinlich gar nicht sein, dass man da weiterkommt. Bisschen gefährlich, was du da machst. Du musst bestimmt über die Skylines und dann oben dich irgendwo einhaken. Darum bleibt uns keine Wahl, als statt Werkzeug mehr Steine in die Hand zu nehmen. Gehen wir erstmal schnell eine Runde, um zu schauen. Da war schon mal ein Haken in dem Gebäude, dann kommst du hier ewig weit rein. Umgezählt. Ah ja. Ups. Spring nochmal ab und prüf nochmal deine Ausrüstung, weil jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, dich auf alles, was an Skylines kämpfen. Momentan haben wir ja zumindest das Abspringen. Dass das, aber es gibt zumindest was, dass deine Waffen von Skylines stärker sind. Und so weiter. Das nicht von hier aus zu kämpfen? Ja, das könnte sein. Mal eben an der Skyline sich umziehen. Also, man wird kurz unverwundbar, wenn man Gesundheit kriegt. Nahkampf wird in Brand gesteckt. Das war alles, oder? Dann ist es wahrscheinlich geschickter. Ja, warte mal. Springen an der Skyline unverwundbar ist super. Ist eigentlich ganz okay so. Und wieder Unverwundbarkeit. Ja, dann passt es doch, oder? Ah, nee, dann nimm doch lieber die, weil so oft springst du nicht hin. Jetzt schon was. Ja. Drehen wir uns kurz eine Runde, wie wir schauen, wo es so lang führt. Kann ich da irgendwas schießen? Du musst da diese einzelnen Geschütztürme ausschalten wahrscheinlich. Aber das Ding da unten, da ist das. Das ist so ein Raketenteil. Da ist aber nicht mal eine Zielanzeige dran. Ja. Vielleicht musst du auch auf das Luftschiff drauf, aber da gab es noch keinen Punkt, wo du hättest wegspringen können, oder? Jetzt hier? Okay. So, das ist kaputt.
Gibt's noch irgendwas, was ich hier machen kann? Dieses komische Geschütz da unten kann ich nicht ausschalten. Da ist nie eine Punkteanzeige. Das ist auch komisch. Was ist denn so komisch? Kannst du denn hier in dem Gebäude abspringen? Hier? Nee, oder? Ist auch innen drin, ist ein Motorized Patriot. Ja. Aber wie? Das macht auch nichts. Das macht der Lebensanzeige nichts. Ich müsste irgendwie da hochkommen. Also an diese andere Rail. Seite, fliegt um auf die andere Seite. Er schießt hier nur auf die andere Seite, das heißt, vielleicht haben sie es so gemacht, dass es dann schon relativ riskant ist, dass man den richtigen Absprung schafft, wenn man gleichzeitig beschossen wird. Das ist mal als völlig coole Theorie, vielleicht kommt von hier aus irgendwo ran. Nee, oder? Dann würde irgendwas leuchten. Da geht es irgendwie nach unten. Komisch. Und vielleicht, wenn du das große Geschütz nimmst oder so. Gab's doch aber hier. Wir denn jetzt gerade falsch? Gar nichts. Wir checken nur nicht, wo, was man abschießen muss oder wo man hin muss, um auf den Zeppelin zu kommen. Oder ob man erst noch was kaputt schießen muss, bevor man auf den Zeppelin kann. Da links geht doch so ein... Achso, nee. Es ist auf jeden Fall keine Skyline, die irgendwie oberhalb des Zeppelins vorbeigeht, sodass man darüber springen könnte. Nee, nee. Da war jetzt zwar noch ein Haken, aber es reicht auch nicht. Und zugenäht. Aber hier ist doch die Kreuzung. Wenn du an die andere Rail könntest, an die da. Da kommst du dann nämlich schon über den. An die komme ich ja, warte mal, die komme ich ja, wenn ich hier weiterfahre. Das ist ja die, die hier lang führt. Ja so, da kommst du doch dann. Hier gehst du jetzt nach oben weg. Jetzt fahr nochmal zu langsam. Genau, und von da kommst du doch oben auf die. Da irgendwo hin. Genau, und von dort da oben müsstest du auch drauf kommen, wenn du da vorbeifährst. Ja, natürlich. Da rechts dann. Da versteckt sich noch ganz gut. Dann hier links auf diese Reling. Ja, da sind wir. Ah, jetzt geht's. Ja. Und hepp.
Ich muss den Antrieb anlegen und das Ding runterholen. Okay, da haben wir uns ein bisschen blöd angestellt. Tut mir leid, ehrlich gesagt. Ich habe da nicht so richtig durchgeschaut. Und ich glaube, das Luftschiff bringen wir in der nächsten Episode runter. Bring him down. Weil dann gibt es bestimmt auch storymäßig einen ganz schönen Sprung. Da freuen wir uns schon drauf. Bis dann.